Florian Lechler ist einer unserer besten Absolventen. Er hat bei uns Wirtschaftsingenieurwesen studiert und mit dem Master of Science abgeschlossen. Und darum ging es in seiner Arbeit. Florian Lechler hat sich in seiner Thesis mit verschiedenen 3D-Druckverfahren beschäftigt. Dabei ging es vor allem um die Frage, welche Faktoren die spätere Zugfestigkeit der Ausdrucke beeinflussen. Dafür hat er unter anderem einen ganz neuen Werkstoff getestet. Der Hersteller hat ihn angepriesen als ziemlich gut und ziemlich belastbar. Und in der ersten Stufe habe ich den verglichen mit den herkömmlichen Werkstoffen, die man hier so verwendet. Und in der zweiten Stufe habe ich dann über die statistische Versuchsplanung versucht, gute Einstellmöglichkeiten zu finden für den neuen Werkstoff und auch ja, die Zugfestigkeit, die man im ersten Versuch ermittelt hat, deutlich zu steigern. Und das ist eigentlich auch gelungen. So kann man beispielsweise die Druckteile konstruktiv abändern, um ihnen eine höhere Zugfestigkeit zu verleihen. Aber auch Einstellungsgrößen wie Düsentemperatur, Schichtdicke oder Fülldichte spielen eine wichtige Rolle hinsichtlich der späteren Stabilität. Lechler hat aus diesen Faktoren ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem sich die Einstellungen für den jeweiligen Werkstoff optimieren lassen. Das Ganze hat er natürlich auch experimentell überprüft. Er hat die Bauteile gedruckt und anschließend in speziellen Zugversuchen getestet. Und dann wird am Computer aufgezeichnet, welche Kraft wird denn angelegt, wie schnell soll die Maschine ziehen, und als Auswertung bekommt man ein schönes Diagramm mit schönen, exakten Daten, wie stark denn die Belastung war, bis die Probe reißt. Dabei hat er herausgefunden, dass das neue Material zwar ein bisschen schwieriger zu verarbeiten ist, aber dafür höheren Belastungen problemlos standhält.